Die männlichen Zuschauer kennen diese Situation vielleicht. Man möchte am Abend mit der Frau, mit der Freundin, mit der Partnerin weggehen. Sie steht vor dem Kleiderschrank und sagt, ich finde einfach nichts zum Anziehen. Und es sind Myriaden von Kleidern, es sind wahnsinnig viele Schuhe, es gibt auch wahnsinnig viele Taschen im Haus. Und dieser Erkenntnis, wenn sie nichts zum Anziehen hat, vermeintlich, folgt eine ausgedehnte Shoppingtour, manchmal. Wer jetzt aber meint, Frauen können ohne Einkaufen, ohne Shoppen nicht leben, der wird jetzt eines Besseren belehrt. Am Beispiel von Nunu Kalla. Das ist Nunu Kalla, eine Frau wie viele andere, mit einer, so sehen es zumindest die Männer, ausgeprägten Einkaufslust. Bevorzugtes Objekt der Begierde, Mode. Eines Tages folgt für die Journalistin und Mitarbeiterin einer Umweltorganisation die Erkenntnis, dass sie eigentlich schon genug zum Anziehen hat und entscheidet sich für einen unglaublichen Selbstversuch. Sie möchte ein Jahr ohne Modeshopping leben. Eines vorweg, Nunu Kalla hat ihr Vorhaben geschafft. In dieser Zeit hat sie ihr Bewusstsein für ethisch korrekte Kleidung geprägt und gelernt, sich so manche kleidsamen Dinge selbst anzufertigen. Ihre Erfahrungen von einem Jahr Shopping-Abstinenz hat sie in dem durchwegs unterhaltsamen Buch »Ich kauf nix« zusammengefasst. Herzlich willkommen, Frau Kalla. Ein Jahr haben Sie nichts gekauft. Genau. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich muss da immer ein bisschen ausholen. Ich hatte das Jahr davor, war ein sehr, sehr hartes für mich, also mit vielen Schicksalsschlägen, im Job, Überforderung und so weiter. Und ich bin wirklich permanent shoppen gegangen. Also ich bin nach der Arbeit, wenn ich den Tag halbwegs überstanden hatte, dann musste ich mich belohnen dafür und bin mir was kaufen gegangen. Es war sehr viel Ablenkung dabei, einfach um nicht über die ganzen Dramen, die sich da in meinem Umfeld abgespielt haben, nachzudenken. Und es ist mir selber schon aufgefallen, dann gegen Ende des Jahres, dass es ein bisschen viel wurde. Als ich begonnen habe, wirklich die Sachen auch von meinem Freund zu verstecken, in den Kasten zu legen und drei Wochen später anzuziehen, damit ich dann sagen kann, das habe ich schon lang. Ach so, eingekauft ja, und dann... Er hat es aber immer gemerkt an der Menge der Plastiksackerl in der Küche. Okay. Und da war dann wirklich selber schon der Gedanke, dass so, ja, ich habe ein Problem, ich möchte mich dem stellen. Jetzt werden sich viele unserer, sag ich mal, ich weiß nicht, ob sich die Zuseherinnen das auch so fragen, aber die Zuseher, die Männlichen, werden sich vor allem fragen, was ist denn da so Besonderes dran, wenn man jetzt ein Jahr lang keine, gut, ich als Mann kaufe mir keine Kleider, ja, aber kein Sakko, kein Hemd, von mir aus keine Hose, keine Schuhe und Taschen habe ich auch keine. Ist das so außergewöhnlich für eine Frau, wenn sie das einmal ein Jahr nicht macht, wenn sie eh schon viel hat? Ich habe mit sehr, sehr vielen Freundinnen geredet und für die meisten war es außergewöhnlich. Was die Männer angeht, natürlich waren da einige dabei, die gesagt haben, das passiert mir manchmal. Allerdings habe ich dann meistens geantwortet, denk an die Sache, die wirklich dein Hobby ist und die du dir gern kaufst und wo du glaubst, ein Jahr ohne ging nicht, das ist es dann. Sie haben es in diesem Buch, Ich kauf nix, Nunu Kalla, so auch als Shopping-Diät bezeichnet. Hat Sie diese Diät zufriedengestellt? Werden Sie einen Jojo-Effekt erleben möglicherweise? Spannenderweise noch nicht. Das ist die erste Diät, die ich mache ohne Jojo-Effekt. Ich habe in der Zeit begonnen, mich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, wo kommt meine Kleidung eigentlich her? Wie wird die produziert? Wir haben's, also im Hinterkopf hat es ja jeder gehabt und jeder hat mal gehört, es geht in Bangladesch oder ganz aktuell in Kambodscha jetzt nicht wirklich lustig zu. Kommen sehr viele Pestizide und Chemikalien zum Einsatz bei der Produktion. Nur ich habe das halt in dem Kaufmoment immer weggeschoben. Mhm. In der Zeit, wo einfach das Kaufmoment nicht da war, habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und habe in mir drinnen hat fast eine Art Paradigmenwechsel stattgefunden. Also das, was ich jetzt kaufe, und das ist weitaus weniger als vor diesem Jahr, das ist aus ökologisch und sozial verträglicher Produktion. Das ist mir auch, ganz wichtig. Auch recycelte Produkte? Genau, genau. Weil im Endeffekt das Ökologischste, was du machen kannst, ist ein Kleidungsstück so lange wie möglich zu tragen. Weil je länger du es tragst, desto später wird ein neues nachproduziert, jetzt platt gesagt. Wenn es alle machen würden? Ja. Wenn es alle machen würden. Aber es zieht ja seine Kreise, also jede Handlung. Das hier haben Sie selber gemacht? Ja. Haben Sie... sag jetzt mal, wie sagt man denn, Stricktalent oder Häkeltalent? Das ist gestrickt, also, gell? Das ist gestrickt, ja. Konnten Sie, haben Sie das vorher auch schon gemacht oder sind Sie durch diese Diät? Also ich habe mir am Anfang dieses Auszeitjahres vorgenommen, dass ich mir auch anschaue, wie lange es dauert, mir selbst etwas zu stricken, also mir selbst einen Pulli zu stricken oder mir selbst etwas zu nähen und wie viel ich dabei fluch. Haben das Sie Stricken, viel aber beim Nähen. Pff.
Also das Nähen und ich, das ist mehr so cool. Eine On-Off-Beziehung. Also wir sind nicht immer glücklich miteinander, meine Nähmaschine und ich. Das Stricken ist wirklich eine Leidenschaft geworden. Wirklich? Mache ich sehr, sehr gerne. Sagen gern. Sie, haben Menschen, ich habe schon herausgelesen und auch herausgehört, dass Ihr Freund sehr tolerant ist. Ich nenne es jetzt einmal so tolerant. Der wird jetzt sehr glücklich sein, wenn er das jetzt sieht. Der hat Ihnen da also geholfen und Ding. War da viel Spaß dabei, bei dieser Sache? Ja, auf alle Fälle. Also mein Freund war wirklich so tolerant, dass er auch gesagt hat, er verzichtet jetzt ein Jahr auf etwas. Na, ja, groß, gehen Sie nicht mehr her. Wir haben dann überlegt, was für ihn schlimm ist und sind dann dabei gelandet, dass er ein Jahr lang keine Gummibärchen gegessen hat. Na, sehr was. Das war genauso schlimm. Haben andere gesagt, ja, es war sehr viel. Es war sehr lustig. Haben andere gesagt, geht's nein, noch? Nein, eigentlich. Also es gab einen Arbeitskollegen von mir, der gemeint hat, das schaffst nie. Nee. Der hat mir dann ein Jahr später 50 Euro geschuldet. Hat er es Ihnen bezahlt? Ja, ganz brav. Sehr gut. Ja. Was haben Sie sich erspart in diesem Jahr? Das kann ich ganz schwer sagen, weil ich eine fürchterliche Null in Buchhaltung bin und mir vorher nie aufgeschrieben habe, wie viel ich wirklich ausgegeben habe. Es ist sich halt immer knapp ausgegangen am Konto, aber das große Sparen war halt nicht möglich. Okay. Und jetzt, ich habe in dem Jahr eine sehr teure Ausbildung begonnen, damit kann ich es nicht wirklich einschätzen. Aber es wird schon ein Batzen gewesen sein. Spannende Sache, Frau Kaller. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jemandem empfehlen soll, das nachzumachen. Also ich lasse es jetzt einmal so stehen, lesen Sie das Buch, ich kaufe nichts. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Danke. Es regt vor allem zum Nachdenken heute an. Genau.